Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Two Point Hospital. Ich habe mich gerade mal dazu entschlossen, die drei Sterne jetzt erstmal offen zu lassen, weil das ist eigentlich nur noch eine Abwartegeschichte, bis die Beförderungen durch sind und Krankenhaus ein paar Räume noch bauen. Das lassen wir uns erstmal für später. Wir gehen jetzt auf die Übersichtskarte. School of Medicine may soon be able to practice on actual living people. Any budding doctors should remember that gluing heads back. Medicine University. Is all very well with dummies, but there are no do-overs in real life. It's easy to get lost around. Oh. And it's even easier to fall down. That's why authorities recommend only seasoned climbers and hikers visit this beautiful region of Two Point County. Or at least people with good health coverage. The rest of us will have to make do with a postcard. Zwei neue Krankenhäuser. Das machen wir erstmal weg. Was haben wir denn hier? Die Heimat einiger der hellsten Köpfe in Two Point County. Es mag etwas hier etwas kalt sein, aber ist der perfekte Ort, um Technologien zu entwickeln. Die Universität und Forschungsklinik mitten. Und hier haben wir behandelt die verschiedensten Brüche und Schrammen auf dieser subalpinen Spielplatz, dem Mittelpunkt der Country für Wanderer, Angler und Stürze. Gehen wir erstmal in die Forschung, oder? Ja. Forschen. Forschen ist gut. Der Rektor der Mitten University ist von unseren Fortschritten beeindruckt. Man hat uns eingeladen, für die Mitten University ein Forschungs- und Ausbildungskrankenhaus aufzubauen. Das ist eine tolle Chance für uns. Wir können eine Forschungsabteilung aufbauen und neue Technologien entwickeln. Wir werden jedoch nur Medizinstudenten und Krankenpfleger einstellen können. Deshalb müssen wir Weiterbildungsmöglichkeiten sorgen. Die Mitten University wird uns für jeden Mitarbeiter, den wir weiterbilden, und jedes Forschungsprojekt, das wir abschließen, zusätzliche Mittel zukommen lassen. Zuallererst brauchen wir aber eine Forschungslizenz. Das Ministerium wird sie uns gewähren, wenn wir unsere technologische Kompetenz durch den Aufbau eines Krankenhauses mit einigen verbesserten Maschinen demonstrieren. Stufe 3. Ich baue mal hier die Aufnahme hin. Ich hatte gesehen. Zimmeraufnahme. So. Zack. Zack. Okay. 1. 2. Mach mal 2 hin. Wie ist das jetzt? Ist das hier kalt? Ist das hier kalt? Ich baue hier einfach mal irgendwo einen Heizkörper mit rein. Besser ist. So. Ja, Tatsache, das ist kalt hier. Für die Aufnahme brauchen wir Assistenten. Das kommt gleich. Jetzt kommt eine normale Arztpraxis hier hin. So. So. So, dann wieder das übliche. Feuerlöscher. Pflanze mit rein. Ein paar Bilderchen mit rein. Oh, ich habe noch mehr Bilder. Jetzt wird es aber eng hier mit Bilder. Da. Zack. Dann haben wir die Arztpraxis. Dann machen wir eine allgemeine Diagnose hier gegenüber. Dann haben wir einen schönen breiten Flur. Das Ding. So. Kommt ein Aktenschrank mit rein. Ein Mülleimer. Das übliche halt. Feuerlöscher. Hier können wir auch einen Süßigkeitenspender noch reinstellen. Kommt hier eine Pflanze rein. Dann kommen hier ein paar Poster wieder rein.
So, aber Prestige 3 wollte ich gerne erreichen. Zack. So. So, dann einstellen. Assistenten. Nehmen wir gleich mal was Besseres hier. Dann brauchen wir mindestens mal einen Arzt. Oh ja, das sind die. Ja. Kommt Krankenpfleger noch ein. Dann kommt auf dem Flur hier ein paar Bänke. So. Und so. Heizung. Heizung, Heizung, Heizung. So, damit wir es schön warm haben hier. So. Eine Apotheke. Kommt hier neben. Heizung kommt mit rein, die Poster kommen rein, ach so. Pflanze, Mülleimer, Feuerlöscher und jetzt kommen noch ein paar Bilder. So. Dann brauchen wir nochmal Zimmer. Nehmen wir noch eine Kardiologie daneben. Verschieben können wir immer noch alles. So. Aktenschrank. Abfalleimer. Feuerlöscher. Pflanze. Heizkörper. Und Poster, 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 Poster. Bis der Arzt kommt. Das passt sogar. Bis der Arzt kommt. Dann brauchen wir nochmal einen Krankenpfleger. Dann bauen wir... Nein, nicht einstellen. Ich bräuchte eine... Einen Pausenraum brauche ich. So. Wieder das übliche. Pflanze mit rein. Heizkörper mit rein und ein paar Poster. Zack, zack. Fertig. Dann brauchen wir eine Toilette. So, und jetzt brauchen wir noch eine Weiterbildungsabteilung. Die machen wir mal hier ruhig ein bisschen größer. Zack. 2, 3, 4, 5, 6. So. Jetzt müssen wir noch ein Upgrade installieren. Dafür brauchen wir erstmal Hausmeister. Stellen wir mal beide ein, die da sind. So. Temperatur. Ja, genau. Das war das, was ich sagte. Apotheke. Weiterbildung. Machen wir später. Apotheke. So. Dann gucken wir mal. Weiterbildung. Diagnostik. Ein Ausbilder. Der kostet Geld. Und da machen wir jetzt alle drei rein, die wir da rein tun können. Und dann geht's erstmal los hier mit Ausbilden. Ausbildung Mechanik? Haben wir nicht?
sind denn unser Personal? Ja, ja, Personal? Oh ja. Hausmeister. Instandhaltung. Weiterbildungslehrgänge. Oh. Der hat gar keinen. Bewerbung in 4 Tagen. Okay. Das warten wir kurz ab. Wir brauchen auf jeden Fall einen mit Mechanik. Mechanik. Einstellen. So, die langweilen sich. So, dann kommt da noch ein Assistent rein. Zack. So, und jetzt kann ich auch mein Upgrade installieren. Zack. $5.000 für den Abschluss von Weiterbildung. Befördern, machen wir auch. Dann sollten wir schon mal gucken, dass wir hier einmal vergrößert kriegen. Und noch einmal ein paar Bänke platzieren. Gut, hier brauchen wir jetzt keine. A report released today claims that Two Point County has the best medical coverage in the country. And while it does say it can't vouch for what goes on in the Orb World. Und dann sollten wir gleich die Forschungslizenz bekommen. Sobald das Upgrade da drin ist. Das dauert ja nicht mehr lange, hoffe ich. Na komm. Mann, 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 Mann. Sitzen die beide hier vorne? Stopp. Aufgaben. Kann ich doch irgendwie... Mitarbeiteranpassung? Nein. Jobs. Du gehst bitte nicht in die Aufnahme. Forschung freigeschaltet. Und wir haben jetzt einen Stern. Bilde einen Arzt in Forschung aus. Schließe Farbtherapieforschung ab und heile einen Patienten mit Farbtherapie. Forschung. Ich setze hier mal 2 Forschungsstationen rein und... Ja, sonst so das Übliche, ne? Okay, ich hätte vielleicht mal lesen sollen. Forschung. Ausbilder von außerhalb und ein Teilnehmer. Gut. Die Allgemeinmedizin quillt wieder über. Förderung. Heile 10 Patienten, machen wir auch mal. Mein Geld. Ich brauche noch einen Arzt. Ich habe nur einen. Ich habe nur einen Arzt? Haben wir noch nicht. Kann ich nicht.
Das funktioniert noch nicht. Forschung, Farbtherapie. Entwickle ein Gerät zur Heilung von grauer Anatomie. Startkosten 1000. Machen wir. Ja, es fehlt ein Mitarbeiter. Ich weiß, den bilde ich doch gerade aus. Bitte was? Hast du Langeweile oder was? Also manche. Ja, unsere Finanzmittel gehen zur Neige. Ich weiß. Junge, Junge. Gut, aber ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal einen ausgebildeten Forscher gleich. 73%. Dann würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge mal, wie er hier am Forschen ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.